Moin zusammen. Heute gucken wir uns zwei schöne große Schiffe an. Und zwar sind wir im Busch Park. Und es gibt zur Vorspeise die NYK Constellation, die demnächst dann als One Constellation durch die Gegend fahren wird. Schön in Metallic Pink und so, ne? Aber heute nochmal in Schwarz. Und HMM Gaun, ein relativ neuer, gar nicht mal so kleiner Frachter mit immerhin 14.000 Toy, 366 Meter lang. Das ist nicht das größte Schiff der Welt. Aber es ist und bleibt ein Riesenpott. So, die Herausforderung bei der ganzen Sache war, dass es relativ spät am Tag war. Eigentlich zu spät. Aber ich dachte mir, Wetter ist schön. Man kann ja auch mal Glück haben. Also Sachen gepackt und los. Und was ich da dann vorfand, war relativ ruhiges Wasser. Schönes, warmes Sonnenuntergangslicht in westlicher Richtung. Und weniger helles Licht, ganz in Bleu, in östlicher Richtung. Gucken wir uns einmal an. Das ist eigentlich immer eine ganz spannende Sache, weil man hat es wirklich nicht in der Hand. Das Problem ist, es ist eigentlich schon sehr spät. Die Sonne geht unaufhörlich unter und zwar in ihrem Tempo. Da macht ihr auch keine Kompromisse. Die Schiffe kommen aber in ihrem Tempo rein. Und da war ich jetzt nicht so sehr vom Glück beseelt. Hier sehen wir die NYK Constellation rankommen. Da ist es noch einigermaßen hell, kann man nicht anders sagen. Also das geht schon klar. Und man kann auch, wie man sieht, einigermaßen gute Fotos machen. Das habe ich dann auch ausgenutzt, wie wir gleich zwischendurch immer mal sehen werden. Und das war eigentlich ganz schön. Aber man hat natürlich immer im Hinterkopf, da hinten kommt ja noch ein Dampfer. Und wie man hier jetzt sieht, steht die Sonne schon echt tief. Da kann man dann wirklich nur hoffen, dass der schnell reinkommt und man mit den letzten Sonnenstrahlen eben noch die letzten Fotos schießt. Naja, gucken wir uns das mal an. Also vom Timing her sah das so aus, das habe ich am 11. März gefilmt und fotografiert und da ist Sonnenuntergang um 18.15 Uhr. Man kann normalerweise jetzt, also im Sommer, auch wunderbar lange nach Sonnenuntergang fotografieren, weil dann einfach mehr Licht da ist. Aber wenn die Sonne so tief steht wie im Winter oder im frühen Frühjahr, sieht das anders aus. Das werden wir gleich noch merken. Das erste Foto habe ich geschossen um 17.21 Uhr, also eine knappe Stunde vor dem Sonnenuntergang. Das erste brauchbare Foto von der HMM habe ich gemacht um 18.24 Uhr, also 7 Minuten nach Sonnenuntergang. Und das letzte Bild habe ich geschossen um 18.36 Uhr, also schon ein paar Minuten nach Sonnenuntergang. So. Wenn man unter solchen Bedingungen fotografieren will, dann kann man natürlich das alles tun, was einem die einschlägigen Magazine empfehlen. Also möglichst teure Kamera mit tierischer ISO-Performance, die auch bei ISO 12.000 noch gestochen scharfe Bilder macht. Und Optiken mit einer Blendenöffnung von mindestens 2,8, am besten gleich mehr. Jo, habe ich nicht. Aber vielleicht geht das alles auch anders. Ich blende zwischendurch mal Bilder ein und schreibe dann dabei, was ich da an Kameraeinstellungen verwendet habe. Ich fotografiere ausschließlich manuell und zwar so, wie meine Kamera das hergibt. Deswegen wird vielleicht manch einer die Nase rümpfen und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist aber so. Und die Ergebnisse, die ich damit erziele, stellen mich zumindest zufrieden. Da muss auch jeder selber ein bisschen seinen Weg finden und seine Kamera kennenlernen. Oder man vertraut halt auf seine Automatik. Die Ergebnisse, die halbwegs aktuelle Kameras erzielen mit Automatik, sind ja nun wirklich nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. Wenn man halt irgendwas anders haben will, dann muss man es eben manuell machen. Oder wenn man Kompromisse machen möchte, die eine Automatik nicht zulassen würde, dann muss man eben halt mal selbst an den Schaltern drehen. Egal, Hauptsache am Ende kommt ein gutes Bild raus, das einem gefällt, oder? So, wo ich jetzt die ganze Zeit euch hier vollgetextet habe, ist der Dampfer auch schon so gut wie da, also mindestens dicht dran. Da kann man schon sicherlich ein, zwei gute Fotos jetzt mitnehmen. Der Trick ist, dass man eine gute Balance hinkriegt zwischen der jetzt durchaus ziemlich hellen Bordwand und den dunkelsten Stellen vorne am Bug, sodass man da auch die Form noch ein bisschen schön erkennt und so. Das ist sicherlich ein Zustand, an dem so manche Automatik verzweifelt. Ich weiß noch, dass meine erste richtig professionelle Kamera, das war eine Nikon F4, die hatte ich 1990, glaube ich, gekauft. Die konnte schon irgendwie ein Ei auf der Kohlenschaufel erkennen und das auch interpretieren. Aber es gibt einfach Situationen, so wie diese hier, wo der Kontrastumfang so hoch ist, dass es eigentlich einfach schwierig ist, ein vernünftiges Bild zu machen. Wir als Menschen haben aber Augen im Kopf und wissen, worauf es uns ankommt. Nämlich, dass die Bordwand nicht zu hell wird und der Bug nicht zu dunkel. Und da kann man dann selber ganz gut dran rumschrauben und mal sein Glück versuchen, sodass man ein vielleicht nicht ausgewogenes Bild im Sinne der Automatik hinkriegt, sondern ein Bild, das nachher einfach gut aussieht. Jetzt könnte es natürlich manch einem in den Sinn kommen, zu sagen, ja, das kann man ja alles nach Bearbeitung noch korrigieren.
Nicht immer. Also eine ausgebrannte Stelle enthält keine Bildinformation mehr. Genauso wenig wie eine Stelle, die vollständig schwarz ist. Da kann man nichts mehr machen. Also wenn das komplett weiß und ausgebrannt ist, dann geht da nichts mehr. Auch wenn man ansonsten viel rumtricksen kann. Aber das hat noch nie funktioniert, auch nicht früher in der Dunkelkammer. Ging einfach nicht. Eine weiße Stelle wird dann nur grau und sieht einfach irgendwie nur unnatürlich aus. Also es ist sinnlos. Deswegen immer schon die Augen aufmachen. Apropos Augen auf. Was ich oft beobachte, ist, dass die Leute ein Bild schießen und dann sich das in Ruhe angucken auf dem Display. Also, Schiffe zu fotografieren ist ja nun kein Geschwindigkeitssport. Aber es ist allemal angeraten, sich aufs Fotografieren zu konzentrieren. Wenn man feststellt, dass das Bild Mist ist, das man da gemacht hat, dann wird es auch nicht besser werden, wenn man es lange anguckt. Man hat aber durchaus die Möglichkeit, die Chance zu verpassen, noch ein weiteres gutes Bild zu machen in der Zeit, wo man aufs Display guckt. Muss halt jeder selber wissen, aber irgendwie klingt es einleuchtend, finde ich. So, dann fahre ich einen Rausch vorbei. Wir hören uns mal kurz an, was die Motoren so sagen. Ja, ganz nett. So ein bisschen wie eine E-Lok, wenn sie im Bahnhof steht. So, jetzt hat der Dämpfer das Licht so ziemlich von hinten und unser Problem ist eigentlich das gleiche wie vorher, nämlich wir haben da sehr, sehr helle Stellen, in diesem Fall das Sexhaus oben, das ja nur wirklich schön weiß ist und einen schwarzen Rumpf. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir damit klarkommen. Zum Glück ist der Elbhang hinten beleuchtet durch die Sonne und das nimmt der Sache so ein bisschen die Spitze. Wenn das jetzt auch noch alles im Schatten liegen würde, dann wäre das jetzt echt nicht so prickelnd. Aber so kann man da durchaus noch gute Bilder rausholen, weil das einfach sozusagen von Natur aus schon ausgewogen ist. Und so ganz nebenher gesagt, da ist auch noch weitaus genug Licht momentan. Da hinten ist ein bisschen dunkler, das sieht auf Video auch immer deutlich heller aus, als es tatsächlich ist, aber das war noch ganz okay. Und jetzt kann man noch wunderbar ein paar Bilder machen von dem Dampfer mit der Skyline im Hintergrund oder solche Sachen wie der Lotse, der da vorne gerade vom Schiff ablegt. Das finde ich, gibt immer ganz nette Action-Fotos. Also soweit ist eigentlich noch alles gut. Nur, dass es hinter uns halt zusehends dunkler wird und die Realität halt, wie gesagt, insgesamt immer ein bisschen finsterer ist als das, was man auf Video so zu sehen kriegt. Naja, aber das war ja auch erst die erste Halbzeit und der spannende Teil kommt jetzt, sozusagen das Tappen im Dunkeln. Also, schnallt euch an. Wenn jetzt der Lotse hier gleich weg ist, dann werfen wir mal einen Blick über die Schulter nach hinten. Da sieht das nämlich ganz anders aus, als man jetzt vermuten würde. Und zwar haben wir da ganz hinten unser neues Fotomotiv an Mannmarsch. Und mal gucken, ob wir das noch am Hellen erwischen. Damit wir auch nichts verpassen, werde ich jetzt mal so hin und her schalten zwischen dem, was hinten passiert und dem, was vorne, also im Hafen passiert. Der Dampfer fährt jetzt ganz gemütlich rein, während sich da hinten ein lupenreiner Sonnenuntergang anbahnt. Das ist schon ein ganz anderer Schnack als vorher, als ich gekommen bin. Aber warten wir es mal ab. Was die Situation jetzt ein bisschen erschwert hat, war die Tatsache, dass der wirklich mit Schleichfahrt reingekommen ist. Ich weiß nicht warum, das wird einen guten Grund gehabt haben, aber der war echt langsam und echt die Minuten verrannen. Und es wurde dunkler und dunkler. Egal. Den Blick nach vorne und schnell noch ein paar schöne Fotos geschossen. Das ist immer klasse, wenn da hinten die Elbphilharmonie, die da zu sehen ist, sich so im Sonnenuntergangslicht ein bisschen spiegelt. Oder das Licht spiegelt sich auf der Elbphilharmonie, um korrekt zu sein. Das sieht schon geil aus. Ja, hinter uns neigt sich die Sonne und wir machen uns jetzt mal bereit für die zweite Halbzeit. Die wird angeläutet von der Samskip Challenger. Ein kleiner Fieder, der jetzt nicht wirklich ästhetisch schön ist, aber ist halt ein nettes kleines Schiffchen und wo er mal da ist, kann man ihn ja da mal fotografieren. Ne? Auf der anderen Seite in der Zwischenzeit, die Constellation schickt sich an, in den Kühlbrand einzulaufen. Das ist da hinten rechts, wo die Containerbrücken zu Ende sind. Da liegen auch schon zwei Schlepper, die den Dampfer gleich übernehmen und dann geht es da vorne einmal rechts ab unter der Kühlbrandbrücke durch und zum Containerterminal Altenwerder. So. Da ist nochmal die Challenger im Anmarsch und man kann ahnen, direkt neben dem Türmchen, also rechts daneben, die Aufbauten der HM Gaon, die sehr, sehr langsam, aber unaufhaltsam näher kommt. Da werden wir jetzt einmal ein paar Minuten überspringen.
Ja, die Challenger zieht vorbei. Die kann man auch zur Gänze aufnehmen ohne super Weitwinkel. Da vorne rechts sieht man Fairplay 9. Einen der Schlepper, die gleich die HMM Garen abholen. Und während das Dampferchen so vorbeirauscht, kann man schnell noch ein, zwei schöne Fotos schießen und auch ein bisschen Beifang fotografieren. Wie gesagt, da vorne den Schlepper oder halt einen schönen Sonnenuntergang. Der wird in ein paar Wochen wesentlich weiter rechts stattfinden und dann sieht es auch wirklich toll aus. Also dann so die Sonne über dem Wasser untergeht, das hat schon was. Also man erkennt da ja schon, dass das irgendwie ein mächtiges Bild sein könnte. Leider ist da das Ufer im Weg und das Airbus-Gelände, beziehungsweise das Airbus-Gebäude. Naja. So, und da vorne sehen wir jetzt ein Lichtlein brennen. Das ist also keine amerikanische Lokomotive, sondern tatsächlich unsere Kundschaft sozusagen. Ich werde da jetzt mal kurzzeitig auf die Tube drücken. So, dreimal AK voraus. Das läuft jetzt mit 10-facher Geschwindigkeit. Weil der spannende Teil ist noch lang genug. So. Und der spannende Teil fängt eigentlich immer dann an, wenn das Schiff diese blinkende Metalldekoration im Wasser erreicht mit dem Bogen. So, jetzt. Und jetzt können wir schon ein Foto schießen. Jetzt bremsen wir ein bisschen. Und nun haben wir den Dampfer in voller Pracht vor uns. Und wie man sieht, kann man da auch noch ganz gut fotografieren. Natürlich ist der Unterschied zwischen dem vergleichsweise hellen Himmel und dem Elbhang da hinten und dem sehr dunklen Schiffsrumpf schon enorm. Aber da kann man einen guten Kompromiss finden, zumal ja auch dieses mächtige Licht, das der da vorne auf dem Mast hat, einen schönen Akzent setzt, sodass das Ganze noch ein bisschen dreidimensional bleibt und dem Auge ein bisschen Orientierung bietet. Also man hat da nicht irgendwie ein im Schatten absaufendes Schiff und einen schönen Himmel. So. Also so ein Bild aus diffusen Formen und einem schönen Himmel, sondern halt ein richtiges Bild, das auch ein bisschen was hergibt. Soweit, so gut. Zwischenzeitlich auf der anderen Seite verschwindet jetzt gerade die Constellation im Kühlbrand. Da können wir jetzt endlich einen Haken hintermachen. Da werden wir jetzt kein gutes Bild mehr kriegen. Aber war nett mit dem Schiffchen. Also fürs Vorprogramm war das doch schon ganz okay, finde ich. Jo, weiter im Text. Der Dampfer kommt jetzt, wie üblich, vergleichsweise schnell näher. Also das denkt man immer gar nicht. Aber wie ich es jedes Mal wieder sage, wenn er erstmal so dicht dran ist, dann geht der Rest auch flott. Selbst wenn er mit Schleichfahrt unterwegs ist, so wie der heute. Normalerweise auch immer ganz spannend, das Schleppermanöver da vorne. Das sieht man nicht immer, je nachdem, wo das Schiffchen hinfährt, ob der mehr oder weniger früh im Hafen irgendwo hinrangiert werden muss, passiert das entweder noch bei Airbus, das kann man leider nicht sehen auf der Höhe, oder halt hier vorne auf Höhe Rüschpark oder wesentlich später. Das ist total verschieden. Leider ist das hier so ein bisschen im Dunkeln geblieben. Aber ich finde das trotzdem ganz charmant. Das ist irgendwie eine schöne Stimmung. Also man kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass es sich gelohnt hat, loszufahren. Und das einfach so zu genießen, selbst wenn man jetzt keine guten Fotos mehr machen könnte, ist einfach schön, da zu sitzen und sich von einem arbeitsreichen Tag zu erholen. Und die Stimmung zu genießen. Und apropos Stimmung, für alle Freunde des Motorsports werde ich gleich nochmal eine Schweigeminute einlegen und wir hören uns dann sozusagen die Realität an, wenn er gleich vorbeifährt. Bis dahin kann ich nur sagen, feuerfrei. Es ist immer sinnvoll, darauf zu achten, in welchem Verhältnis das Schiff jetzt gerade zu der Metalldekoration steht. Hier so ein halb verdeckter Stepper links ist nicht so ideal. Gut, aber da muss man dann eben durch. Oder das Haus da vorne, das jetzt Sonnenuntergangslicht leuchtet auf der rechten Seite, das könnte ein Störfaktor werden. Da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man abdrückt. Aber so langsam wie der unterwegs ist, hat man da ausreichend Zeit, den richtigen Moment in Ruhe abzupassen. Oder man kann auch solche Panoramen schießen wie das hier. Finde ich auch ganz klasse. Es muss ja nicht mal formatfüllend so ein Instagram-Bild sein, voll mit Schiff, sondern ein bisschen Landschaft und Stimmung einzufangen. Das finde ich eigentlich eine viel interessantere Herausforderung, auch wenn ich das selten zeige, weil es ja bei mir nun mal um Schiffe geht und die meisten Leute gern viel Schiff sehen wollen. Gut, damit kann ich dienen.
Aber wie gesagt, ein schönes Landschaftsfoto oder solche Details, wie man hier sehen kann, das macht schon Spaß. Irgendwie. Und das ist so ein bisschen, dass es das Fotografieren für mich ausmacht, so, wenn man halt eine Stimmung oder eine Aktion einfängt. So zum Beispiel. Das ist halt irgendwie halb Tag, halb Nacht und ja, ein lebendiges Bild. Apropos lebendig, wenn der Dämpfer jetzt vorbeirauscht, dann wird man je nach Kameraeinstellung eventuell etwas Geländer im Vordergrund sehen. Und die Kamera bemüht sich auch verzweifelt darauf scharf zu stellen, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Ich bitte das zu entschuldigen. Das liegt daran, dass ich eine Kamera mit einem Gorilla-Pod an einem Geländer festmache. Und das Geländer ist schräg und naja, egal. Ist halt so, wie es ist. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut, dann werde ich mal, wie versprochen, mit der Schweigeminute anfangen und wir hören uns mal an, was der Dämpfer so zu sagen hat. So, ich will es auch nicht übertreiben oder jemanden damit langweilen, aber spätestens, wenn man sich Kopfhörer aufsetzt oder Ohrstöpsel in die Ohren steckt, kann man so ein bisschen erahnen, wie das so ist, wenn man da steht. Also ist schon klasse. Ich habe das nur wirklich so oft gesehen über Jahre und trotzdem ist das irgendwie jedes Mal toll. Kann ich nicht beschreiben. Ich glaube, das muss man irgendwie mögen oder eben nicht. Ja, so sieht's aus. So, ab jetzt haben wir es mit weitaus weniger harten Kontrasten zu tun, weil einfach alles dunkler ist. Sozusagen ausgewogen zu dunkel. Da muss man dann wirklich anfangen zu tricksen und zu gucken, was man so macht. In meinem Fall ist es so, dass die Belichtungszeiten dann schnell zu lang werden oder die ISO zu hoch. Ich drehe ziemlich ungern die ISO-Einstellung allzu hoch. Da bin ich echt noch so ein bisschen oldschool verhaftet. Also ich komme aus einer Zeit, wo 400 ASA bzw. ISO 400 einfach per se gerauscht hat. Das war so. Wenn ich dann nur dran denke, meine Kamera auf 2000 zu stellen, dann bereitet mir das sozusagen körperliche Schmerzen, auch wenn es jetzt gar nicht so schlimm ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass meine Kamera, was die ISO-Performance angeht, tatsächlich allenfalls Mittelmaß ist. Also das sind jetzt so die ganz wenigen Situationen, wo ich manchmal neidisch auf Leute mit einer aktuellen Sony-Kamera blicke, weil die da weitaus weniger Schmerzen mit haben als ich. Aber wie man sieht, fallen ja trotzdem noch ganz nette Fotos dabei ab. Ich würde die jetzt nicht auf 90x60 oder so vergrößern und dann in eine Ausstellung hängen. Da würde man schon sehen, jetzt beim Drucken, dass das nicht so hundertprozentig ist. Aber so für Bildschirmbetrachtung oder DIN A4-Ausdrucke, notfalls DIN A3,
geht das auch immer noch. Das ist schon okay. Also allemal kein Grund, zu Hause zu bleiben, weil es ein bisschen schattiger wird. Und ich kann auch nur noch mal betonen, was ich vorhin schon mal sagte, probiert es doch einfach aus. Also es passiert ja nichts. Man kann im schlimmsten Fall ein schlechtes Bild machen, aber es wird nicht die Kamera explodieren oder sonst irgendein Unglück geschehen. Einfach mal machen. So. Und wer jetzt der Meinung ist, dass er irgendwelche nützlichen Informationen bekommen hat oder gut unterhalten wurde, darf gerne ein Like da lassen oder noch besser ein kostenloses Abo mitnehmen. Hält lebenslang, ist immer kostenlos und unverbindlich. Würde mir sehr helfen und mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche, voll am Voraus.